Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Pal World. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Meine fleißigen Arbeitsbienchen sind hier noch unterwegs. Es wurden mir auch 30 Mal Pfeile hergestellt. Das ist richtig gut. Das heißt, heute ist unser Ziel. Wir wollen auf jeden Fall ein Level abbekommen. Was ist mit dir denn? Er sammelt. Wir haben neun Palsphären. Wollen wir nochmal ein paar Palsphären herstellen, was wir einfach diese immer wieder sammeln. Wir brauchen ein bisschen Holz noch. Ja, Level up, damit wir den zerkleinerer bauen können. Das ist das Ziel heute. Mal gucken, wie das funktionieren wird. Und ich hätte ganz gern diese Feuerdrüsen. Denn dann können wir den Foxbug, den wir haben, als Flammenwerfer nutzen. Und ich glaube, das könnte richtig gut werden. Wird es jetzt dunkel? Ne, wird nicht dunkel, ne? Ach, juckende Nase. Hui, ha, hui, ha, ha, hui. Kann man diese Lagerinfo, ist das jetzt die ganze Zeit hier so? Ist ein bisschen nervig. Hup, das weg, das weg, das weg. Paar Sphären herstellen. Wir müssen auf jeden Fall ein größeres Lager machen. Sieben Stück können wir noch machen. Vielleicht hilft mir gleich einer. Obwohl, das geht eigentlich relativ schnell. Da kommt schon einer an. Njong, njong. Ach, unser Foxbug levelt da auch mit. Seht ihr das? Das wusste ich gar nicht. Okay, Dankeschön. Kannst weitergehen, ich hätte es gerne aufgenommen. Dankeschön. Okay, dann würde ich. Ah, Überfall! Da hinten kommen sie. Die roten Punkte sind das. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir die auch fangen können. Weißt du, nämlich, das ist genau das passiert, was ich in der letzten Folge gesagt hatte. Da kam so ein Überfall auf uns zu. Und, ihr könnt mir gern helfen gleich. Mal gucken, was da ankommt. Oh, das können wir, glaube ich, nicht fangen. Oh! Feuer! Wow. Überfall einfach vereitelt. Meine Perlen sind ganz schön gut. Brot, Goldmünzen, minderwertige Munition. Das war ordentlich. Freunde, was ist das? Ein Spähtrupp von Wilderern. Okay, wusste ich auch nicht, dass es das funktioniert. Oh, jetzt würde ich ganz gern mal. Nein, Lager wollten wir nicht. Ich möchte gern Schnellreise. Und zwar waren wir zuletzt da vorn. Da müssen wir ja ein bisschen weiter erkunden. Wow, was ist das? Oh, Level 9. Nee. Da hinten ist noch was Grünes drin. Habt ihr gesehen? Das können wir nochmal angucken. Was ist, wenn ich euch jetzt hier einfach töte? Obwohl, ich müsste euch ja fangen eigentlich. Das gibt halt EP. Was bist dir, Veteran? Ansprechen. Hey, dich habe ich hier, dich sehe ich das erste Mal. Du bist wohl von außerhalb. Bin ich, ja. Na, ich habe damit kein Problem. Aber wenn du schon hierher gelangt bist, solltest du ein paar Pals fangen. Die für die ersten 10 gefangene Pals einer Spitze bekommst du sogar mehr EP. Ah, gut. Je mehr Pals du beim Trainieren fängst, desto besser wird er. Hier, das kannst du haben. Hau rein. Oh, cool. Dankeschön. Aber das leuchtet trotzdem. Und was ist das Blaue? Du hast eine Notiz eines Schiffbrüchigen gehalten. Stimmt, das hatten wir schon mal. Ich habe nur nicht rausgefunden, wo man diese Notizen lesen kann. Was ist das? Gewöhnliches Jumbo-Ei. Baue einen Brutkasten, um Paleier auszubrüten. Oh, da ist noch was Grünes. Also verbessern wir unser Fang ganz gut, ne? Yippie! Oh Gott, unsere Ausdauer. Die regenerieren wir nicht im Wasser. Und wir verlieren dadurch Leben. Ach du meine Güte. Ich würde gerne wieder rüber. Wo bin ich denn hier? Können wir da hoch?
Wir können klettern, ne? Oh Gott, unsere Ausdauer, ne? Ich sag's euch. Können die Werte mal nicht erhöhen. Das ist so schlimm. Das gefällt mir gar nicht, halt mit der Ausdauer. Was ist das? Will ich haben. Gegen Kopf bitte. Dreh dich um. Wir brauchen den Knüppel. Knüppel! Bleib doch einfach stehen. Ich will dich nur fangen. Lass das. Oh Gott, daneben geworfen. 75%, das müsste eigentlich gehen. Das heißt, in der Theorie müsste ich auch die bei mir abfahren. Was ist das denn alles hier? Tiefhand. Oh Gott. Ist hier irgendwo noch so ein Schnellreisepunkt, dass ich wieder nach Hause kann? Ich glaube, dann sollten wir zu Hause lieber fangen. Ich wollte jetzt erstmal nur welche mitnehmen, die ich noch nicht kenne. Er hat Schlammschuss gelernt. Tanze. Au! Lass das. Hier, fass den Ball. Ach, gefangen. Und Level 8, das ist doch genau das, was wir wollten. Okay, cool. Der Elefant auf uns zu? Nee. Ist hier ein Schnellreisepunkt? Ich muss jetzt auf Wege begeben, auf die ich eigentlich nicht so hin wollte, ne? Das ist blöd. Ich suche einen Schnellreisepunkt. Wir gucken mal hier hoch. Vielleicht haben wir ja einen mit Glück. Sonst müssen wir gucken, dass wir da runter segeln. Ah, hier. Nö. Oh, dich haben wir. Da ist noch ein Lambei. Wenn das zusätzliche EP gibt, sollten wir die alle so mitnehmen. Oh, Headshot! Ist noch einer? Okay, wir haben... Wow! Komm, lass dich fangen. Ah, oh, Entschuldigung, meine Nase juckt. Oh, eine Burg. Hier sind noch mehr Lambeits. Da ist noch eine Sphäre. Ah, oh, ich lasse mich schon wieder voll ablenken. Ich will eigentlich einen Schnellreisepunkt haben. Ich will nach Hause. Ich hoffe halt, dass hier noch einer kommt. Aber warum sollte hier einer kommen, wenn wir fast an der Base sind? Gucken, ob wir da runtergleiten können. Aber wir können wieder Werte erhöhen. Wir nehmen einmal HP und... Nur ein Punkt. Ja, HP. Wir müssen Leben skillen. Der Baum ist komisch. Ah, was Grünes. Nice. Was ist das denn alles? Das ist ja ein cooler Baum. Oh Gott! Hat funktioniert. Und noch ein Ei. Zerfruchtetes Ei. Okay, wir sind auf jeden Fall fast wieder zu Hause. Nur wo ist dieser Punkt zum...
Da. Oh, wir müssen die jetzt im Nahkampf besiegen. Oh mein Gott. Ich kann außer. Oh Gott! Komm her, Foxbug. Kann ich auch. Wir haben noch einen Steinspeer. Ich brenne. Ich brenne! Zu Hilfe! Hei rauf! Was ist das? Es kann fliegen! Wir haben eine Feuerdrüse. Oh mein Gott, war das knapp. Noch eine Feuerdrüse. Uiuiui. Es gibt Fliegeviecher. Wir brauchen aber Medizin, damit wir uns hochheilen können. Was sind das hier für Viecher? Psycho? Nee, normal. Oder sowas wie bei Pokémon normal halt. Warte, ich kann mal noch einen packen. Da sind noch mehr Foxbugs. Oh mein Gott. Wir sind hungrig. Haben wir irgendwas Medizintechnisches? Wie viel brauchen wir für die Feuerdrüse? Das sehen wir hier nicht, ne? Level 6, Level 4. Kriegen wir den Vierer noch? Moment, wenn ich... Nein, mache ich jetzt nicht. Da ist noch ein Ei. Okay, du hast zwei Drüsen gekriegt. Oh, kleine Paarseele. So viele Items. Schnell nach Hause. Da. Hallo, wir sind wieder da. So, mal gucken, was wir einladen können. Mal gucken, was ihr so alles gemacht habt. Munition. Ich habe nur geguckt, ob ich irgendwas noch einladen kann. So. Also, Fähigkeiten verbessern. Ach, ich brauche 4 Stück davon jetzt, um das zu verbessern. Okay, verstehe. Wir sind jetzt Level Up. Das heißt, wir können in die Technologien reingehen und den Zerkleinerer machen. Giftbogen. Finde ich jetzt nicht so interessant. Arktische, tropische Tracht, heiße Quelle. Hals können sich daran entspannen und ihr Gei regenerieren. Sandsack. Setzt Pals einmal noch aus. Okay, was braucht jetzt der Kleinere? Holz und Stein. Machen wir erstmal Holz. Dip. Holz. Ach, da unten sehe ich sogar die Pulsfern, wie viel ich noch habe. Okay, habe ich nicht gesehen. Aber die Pfeile gehen ziemlich schnell drauf. Ich muss das irgendwie anders regeln. Um die Pals dann zu töten. Oder so weit runter zu kloppen, dass ich sie einfangen kann. Das ging jetzt sehr, sehr schnell. Okay.
Das heißt, wir können jetzt einen zerkleinerer bauen. Wo stellt man den denn am besten hin? Hier? Eine Minute 20. Dann gucken wir in der Zeit nach was anderem. Und zwar hier. Oh ja, Produktion beginnen. Den will ich bauen, das Geschirr für den Foxpark. Weil das die ganze Zeit gedrückt halten muss, ne? Ja, bisher machen die einfach noch so random Sachen. Gut, der bringt jetzt das Ei ran. Ja. Und hilft mir dann Gott sei Dank. Ich hoffe, die bauen den Zerkleinere dann in Ruhe auf. Und du stehst einfach nur rum. Und guckst in der Weltgeschichte rum. So. Wir packen unsere erstmal weg. Weg, 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 weg. Achso, ich kann immer nur 5 Stück fangen. So. Bleib mal stehen. Wie kriege ich denn den Sattel jetzt auf dich drauf? Kann als Flammenwerfer ausgerüstet werden. Sehe ich irgendwo, dass du einen Sattel hast? Ah! Hab mal aufgenommen. Ha! Ha! Ist das cool. Muss ich testen? Tut mir leid. Hey, bleib hier! Bist du hier verrückt? Wie habe ich dich denn gerade aufgenommen? Dauert das eine Zeit da unten? Bis ich ihn aufnehmen kann? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Hi. Ich will das so testen, wie viel Schaden das macht und ob das überhaupt Schaden macht, wie auch immer. Okay, es lädt sich auf jeden Fall auf. Dann kommen wir mit. Renn doch nicht weg. Es wird, glaube ich, wieder dunkel langsam. Das Coole ist, der ist ja noch Level 8 schon. So, gleich ist voll. Es ist voll. Jetzt ist voll. Okay.
Das ist richtig stark. Krasse Nummer. Ja, mobilen Flammenwerfer. Aber jetzt müssen wir erstmal schlafen. Und dann ist hoffentlich auch der zu kleinere fertig. Die legen sich eh gleich. Ne, das ist noch nicht fertig. Die haben den nicht gebaut. Diese Penner-Pals. Krass. Ein mobiler Flammenwerfer. Ja, dann kannst du doch draußen bleiben. Kannst du dich in Ruhe ausruhen. Dann müssen wir den halt bauen. Oh. Hilfst du mit? Nein. Aber du kannst bestimmt beim Kochen dann helfen. Gehe ich zumindest mal von aus. Ich glaube, die kommt einfach nicht ran. Deswegen funktioniert das nicht. Moment, wir stellen woanders hin. Nein, bauen. Stellen wir mal hier so hin. Ja, jetzt geht's auch schneller. Die sind einfach nur nicht rangekommen in der Ecke da hinten. Wie viel Wolle da einfach rumliegt. Mal gucken, was wir mit dem Zerkleinerer machen können. Ihr seid Maschinen, Leute. Rezept wählen. Oh, ich kann aus Stein Palium-Bruchstücke machen. Das ist gut. Du komm mal mit, ich muss mal ganz kurz hier die ganze Wolle einsammeln. Das ist ja grauenhaft. Ich glaube, ich muss mal so ein. Ach Gott, falsche Taste. Bleib hier. Nein, so rum. Jetzt machen wir es erstmal so, dass wir unsere Lagerverbesserung machen. Baue eine heiße Quelle, baue einen primitiven Ofen und einen zweiten Bärengarten. Okay. Wir können jetzt auch Pals aussetzen. Du hast Gießen. Du hast Holz. Ganz cool. Ich würde den ganz gern einmal hier einsetzen wollen. Mit dem kann man vielleicht kochen. Können wir noch einen zweiten Bärengarten machen? Fehlen Steine. Also irgendwie funktioniert das mit den Steinen jetzt wesentlich schlechter als vorher. Vorher lag hier wirklich viel rum, muss ich sagen. Ich duck mich immer. Warum duck ich mich? Ich bin immer noch Steine. Ach, die sind respawned. Du hast ungenutzte Statuspunkte. Ja, danke. Okay, dann könnt ihr bauen. Wenn ich hier jetzt kochen wollen würde. Ja, der hilft. Komm her. Koch mir Eier. Cool. Okay, automatisch Essen kriege ich dann dadurch auch. Dann können wir dann noch einmal reparieren. Unsere Rüstung natürlich auch. Können wir noch ein weiteres Lager machen? Braucht auf jeden Fall Holzfarmer.
müssen wir mal gucken, dass wir da noch was hinkriegen. Bis ihr hier seid, ist das schon längst erledigt. Na gut, doch nicht. So, das kann da rein. Das. Lammballfleisch. Ist gleich fertig. Okay, dann können wir es gleich da reinwerfen. Das. Moment. Okay, sehr, sehr schön. Gut, wir haben noch Werte, die wir erhöhen können. Das heißt, nochmal bitte hier einmal rein. Bestätigen, Technologien. Wir haben noch 12 Punkte. Das heißt, wir können jetzt eine heiße Quelle machen. Da brauchen wir Palsaft. Da haben wir nicht so viel von. Stoffkleidung tropischer Machart. Damit, achso, da brauche ich Feuerdrüsen. Damit lässt sich Hitze besser ertragen. Für die Herstellung wird eine primitive Werkbank benötigt. Und das ist mit Kälte mit der Eisdrüse. Können wir irgendwann nochmal lernen. Wir brauchen auf jeden Fall Stufe 10 für den Hochofen. Und da brauchen wir wieder Feuerdrüsen. Wir müssen dann aber noch ein paar Pfeile machen. Kommt da wer her? Nein, kommt keiner her. Ich frage mich, warum da halt keiner bei dem Stein, bei dem Holz arbeitet. Es wäre jetzt schön, wenn man die irgendwie zuteilen könnte quasi. Könnt mir mal wer helfen, bitte? Ah, danke. Ah doch, du hast Steine geholt, ne? Ach, guck mal, 12 Steine? 0 Holz. Danke, ihr kümmert euch nur um euch selber, ne? Ja, ist mir schon klar. Was haben wir hier drin? 75 Beeren. Das ist ordentlich. Okay, was ist der nächste Schritt? Wir brauchen wieder Feuerdrüsen. Essen haben wir genug. Das haben wir gebaut, das haben wir gebaut, das. Reparaturbank, primitive Werkbank, Biefarm. Im Prinzip müssten wir jetzt weiter Pals fangen, um auch Palsaft zu kriegen. Oder haben wir inzwischen... Ich weiß nicht, woher du diese antiken Punkte kriegst. Weil hier haben wir so einen Brutkasten. Da brauche ich aber so einen antiken Punkt. Kriege ich den von einem Boss dann oder was? Antikes Bauteil 2. Guck mal, Gras, das. Erde, Gras. Hier sehe ich so ein bisschen, was die können. Die haben wir schon gesehen. Keine Daten. Aber wir müssen im Prinzip noch mehr Pfeile machen. Und dann können wir jetzt runtergehen. Sehr schnell reisen. Nochmal gucken, ob wir ein paar Feuerdrüsen und so einen Spaß kriegen. Und die nächsten Pals fangen, ne? Oh. Ach, das ist ein Boss. Das ist ein richtiger Boss. Dich haben wir. Die Sphäre haben wir auch wieder raus. Ich könnte ja auch mit meinem Foxpark den kämpfen lassen, ne? Ja. Das ist schon cool. Was bist du denn? Au! Ein Wolfiech. Ah.
Team. Sammeln, Farmarbeit, okay. Trotzdem kein Holzfarmer und kein richtiger Steinfarmer, ne? Ich glaube halt, der nächste Weg geht halt hier lang. Ich bin natürlich wieder hungrig. Also es mit dem Essen gefällt mir, das ist relativ simpel. Ah, da, Foxbug. Oh, was bist du denn? Er läuft weg. Oh, bleib doch hier. Dann machen wir uns auf Richtung Foxbug auf. Ja, ich glaube, züchten kannst du halt auch in dem Spiel, ne? Mit den Eiern und so ein Spaß. Das war natürlich auch übel. Ich kann gar nicht so viele Palzfern herstellen, wie ich eigentlich bräuchte. Da war ich zu langsam. Ich will so einen großen haben. Eigentlich. Boah, sieht das cool aus. Was ist, wenn ich den anschieße? Wo ist mein Bogen? Okay, du läufst einfach. Oh Gott! 57%. Ha! Gefangen! Easy peasy. Kriegst du Horn und Leder raus. Eis? Ist ja eine ganze Family. Was ist mit euch los? Ab hier. Oh oh. Ah! Ah, Gott! Nur den einen! 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 Komm schon! Oh Gott, ja! Weg, 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 weg! Pilze! Wir haben Pilze gefunden! Oh mein Gott! Wie geht's? Ah, Gott! Ich hab keine Ausdauer dafür. Wir haben einen Kühlschrank quasi. Vermute ich mal. So, euch sacke ich jetzt ein hier. Wo bist du denn jetzt hin? Du kannst schwimmen. Ich hab... Wow! Kämpfe. Stufe 10. Wir gehen zurück. Ei. So, was haben wir das gekriegt? Oh, das ist ein Holzfäller. Ja, du wirst gegen den ausgetauscht. Fahr mir Holz. Sehr cool. Schwie, was kannst du denn? Oh mein Gott, du farmst mir Holz. Du farmst mir Holz, ist das gut? Ja, du machst auch nur Holz. Sehr cool. Was ist denn mit dir hier, Foxbug? Du rennst ja immer nur rum.
Dich kann ich eigentlich nur zum Essen rausholen, ne? Okay, wir brauchen dann als nächstes Federhaarschmuck. Kleines Fangeisen. Nagel wird vermutlich wichtig. Ah, oh, wir haben Feuerdrüsen. Wir können Brennofen machen. Holz und Steine. Die fahren wir noch zusammen. Und dann können wir noch ganz kurz den Brennofen aufstellen. Und dann haben wir doch heute richtig gut was geschafft. Ey, wir haben jemanden, der für uns Holz farmt. Ist das geil? Gib mir deine Steine. Gib mir dein Holz. Wir brauchen mehr Steine. Ja, ich habe die, glaube ich, abgelegt, ne? Ja, einen besseren Steinfarmer bräuchten wir noch. Das wäre noch ganz geil. Aber der Holzfarmer, was ist denn das für ein Ding? Drache. Das sind kaum Steine. Shit. Er ist weg. Vermutlich getötet. Wo sind denn hier Steine? Kann ich einfach... Nee, kann ich nicht. Oh, eigentlich würde ich dich gern fangen, ne? Aber Stufe 15 traue ich mich irgendwie nicht. Kann ich hier draufhacken? Nee, das bringt nichts. Da ist noch ein Steinklumpen. Ich kann nicht aufhören mit dem Spiel. Es geht schon wieder los. Irgend so ein Suchtspiel, was mich nicht aufhören lässt, ne? Schleppst zu viele Gegenstände wieder rum. Oh mein Gott, wie kann ich mehr springen? Können wir springen. Die Ärzte sind schwer. Nimm deine Ausrüstung, deine Parts, mach dich bereit und besiege den Boss im Turm des Rain-Syndikats. Ja, da. Boah, schon wieder 24 Holz. Richtig gut! Ich knie mich immer hin. Oh, ist der süß. So, Brennofen. Da kann doch unser Foxbug da bestimmt helfen. Rezept wählen. Holzkohle. Und Metallbarren. Beginn mal deine Arbeit hier. Mach uns Metallbarren. Dann kriegen wir die ersten Metalle. Und vielleicht kriegen wir dann hoffentlich mal bald auch größere Lagermöglichkeiten. Das fehlt uns noch, ne? So, einmal noch schnell in Technologie reingucken. Wir sind Stufe 10, das haben wir doch, das haben wir gerade gemacht. Und einmal noch die Werte erhöhen. Machen nochmal ein bisschen Leben, sicherheitshalber, wenn wir eh bald einen Boss machen müssen. Coole Nummer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.